akzeptieren unser Handeln? Die Lebensschiffe sind sicher und wir haben mehr Geth auf unserer Seite. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Wir dachten, dass ihr es versteht. Die Kommandoeinheiten stehen zur Verfügung, sobald das Reaper-Signal gefunden und zerstört wurde. Ich muss Hackett später warnen, dass ich Kommando-Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normandy. Eine eigene Roboterarmee. Beeindruckend. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie andere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Zen Ende. Nur das ein Handy nehmen. Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Commander Shepard, gibt es... Das ist alles. Informiert. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Wehrbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach. Sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht Ihre Entscheidung. Jede Tech, die wir bergen, bringt uns einen Vorteil gegenüber den Geth. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Tja, ja. Jeder denkt nur an. So. Ich habe ja jetzt mal Glück und keiner will mit mir reden. Commander, Sie sollten mal unten auf dem Beobachtungsdeck nach Commander Williams sehen. Die verbündeten Kommandanten geben alle feindlichen Kampfdaten weiter, die sie entschlüsseln können. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Geth mit unserem System verlinke. Commander? Ich muss reden will. Ganz genau, wo ich hin soll, aber... Nicht so. Williams? Oh. Was soll das denn sein? Sir, ich bin außer Dienst. Ihre Stimme nicht so laut, bitte. Danke. Was machen Sie da auf dem Boden? Was? Oh, mein Kopf. So schwer. Kann mich nicht bewegen. Ah, hatten Sie einen schönen Abend. Bin einsatzbereit in 30. Vielleicht 40. Ich schwör's, nur 45 Minuten. Wie kommt's zu diesem peinlichen Zustand? Oh, ich wollte nur etwas Dampf ablassen. Vega sagte, er hätte genau das Richtige für etwas Ablenkung. Und das befand sich in einer Flasche? Ja. Dieser leeren Flasche? Leer? Ach du Scheiße. Eigentlich sollte man jetzt den Feueralarm ausprobieren. Ich... zahle Ihnen 1 Million, wenn Sie es nicht tun. 2 Millionen. Und der Deal steht. Ach, Sie sind ein Weltraumpirat. Soll Joker Ihnen vielleicht etwas vorsingen? Ich hasse Sie. Ich hasse Sie... Sir. Weitermachen, Williams. Kühler Boden. Ah. Oh. Okay.
Sie besoffen auf dem Boden rum. So, was. Muss echt gutes Zeug gewesen sein. Ich hätte auch gern was. Aber wir machen weiter. Dann noch eine Reaper-Basis zu zerstören. Wer trinken kann, kann auch ballern. Also. Der Synthlaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Geth Widerstand organisieren können. Was ist mit Ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. So was können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Geth sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Sie kennen Ihre Grenzen. Ich vertraue Ihnen. Mich besorgt eher, dass Sie mir nichts von den Upgrades erzählt haben. Sie haben unsere Wiederherstellung von Geth-Intelligenzen aus dem Server toleriert. Aber das hier ist etwas anderes. Etwas Persönliches. Sie haben sich geschämt. Scham ist eine emotionale oder kognitive Reaktion auf gesellschaftliche Werturteile. Sie spielt hier keine Rolle. Ich bin auf Ihrer Seite, Legion. Ich will Ihrem Volk helfen. Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Die Geth sind doch besser als das. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind sie das nicht. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Legion, viel Glück. Bestätigt. Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Wenn wir fertig sind, können Sie vielleicht ein neues verfassen. Das ist Dranoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitete. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Nun, immerhin ein Anfang. Ja, nehmen wir die Basis mal auseinander. So schwer kann es nicht sein. Hast du auf mit deiner Knarre immer rumzuschauen? Hey, wo sind die Waffen hin? Scheiße, ich hab nichts anderes. Das wird ja jetzt ein Spaß. Trainer.
Oh Mann, mit einer Knarre. Oh, mit einer Knarre, der hat mich. Munition, könnte ich sagen. Wir sind unterwegs. Hier, Admiral Garrel. Der Weg der schweren Flotte ist frei. Alle vorwärts. Präsenz der Geth-Jäger vernachlässigbar. Patrouillenflotte, Deckung verlassen und angreifen. Okay, nur in so einer Knarre bewaffnet, das ist eine ganz gute Sache. Dafür finde ich eine Waffe, dann machen wir das. Wo sind die nächsten? Jawohl. Wird gemacht. Und auch. Egal, ja, ich werde auch mit der Handfeuerwaffe schaffen. Aber vielleicht ein bisschen länger. Der Waffe, die ich schon aufgelegt wir sind ja dabei. Hast du langsam mal eine Waffe gebrochen? Oh! Ah! Da, Eiskerl. Bin fertig. Ein da. Okay, da ist ja noch wieder einer. Es würde Stunden dauern, diesen Schild zu durchbrechen. So viel Zeit haben wir nicht. Wir haben oben auf den Gästeverteidigungsanlagen einen Sturm. Das kannst du nicht. Ah, da liegt noch was. Aber die jetzt auch.
haben sie alle? Shepard Commander, brauchen Sie Unterstützung? Wir schaffen das schon. Wie ist Ihr Status? Zeit. Schildsteuerung vor. Ich weiß ja, dass das Ding eigentlich mit uns zusammenarbeitet, aber Reaper Code? Admiral Garrel an alle Schiffe. Wir haben Fregatten mit Kurs auf die Zivilflotte. Hier, Chorus. Zivile Verteidiger sind auf Abfangkurs. Wir halten sie auf, Garrel. Legion, ich habe den Override betätigt. Wir haben Systemzugriff und umgehen die Sicherheitsmaßnahmen. Bereithalten. Noch was? Oh, da kommen wir noch mehr. Wie viele von denen kommen denn noch? Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen umgangen, aber die Schilddeaktivierung erfordert eine manuelle Eingabe. Wir haben eine Konsole in der Nähe ihrer Position aktiviert. Shepard Commander, Sie haben die Schildtüren erfolgreich geöffnet. Gut, wir sind in einer Minute zurück. Negativ. Der Weg hinter Ihnen wurde abgeriegelt. Ein Fahrstuhl in der Nähe kann Sie zur oberen Ebene bringen. Von dort sollten Sie annehmbaren Sichtkontakt zur Zielerfassung haben. Sofort. Verdammt. Okay.
Ich bin keine Medikin. Wird Fangen Sie etwas von der Basis? Nein, die alten Maschinen haben uns nicht als Bedrohung registriert. Selber schuld. Wir raten zur Eile. Die Schöpferflotte wird überrannt, wenn sie die Gasverbindung zu den alten Maschinen nicht bald kappen. Diese Schlacht dauert nun schon Jahrhunderte. Dass ich jetzt ihr Ende sehe. Die Waffensysteme der Normandie sind bereit, ihr Ziel zu erfassen. Ich empfehle Rückzug in sichere Entfernung. Ziel erfasst. Klar, er fällt aus 20 Meter Höhe und... bisschen Dreck abkloppen und weiter geht's. Reaper! Scheiße. Ich hatte gehofft, Ihre Flotte würde mit... Los! Kommt so ein Riesenteil aus so einem kleinen Loch? Wir versuchen Ausweichmanöver. Shepard an Flotte, das ist keine Reaper-Basis, es ist ein lebender Reaper. Ich brauche einen Orbitalschlag. Wir sind außer Reichweite. Feuerkammer. Ist ein Schwachpunkt, während er die Geschütze scharf macht. Verdammt, wegen der Störtürme müssen wir manuell zielen. Präzisionsschüsse nicht möglich. Jetzt könnten wir vielleicht entkommen. Nein. Anhalten. Wenn wir fliehen, bleiben die Geth unter Reaper-Kontrolle und die Quarianer sind tot. Es endet jetzt. Edie, verbinden Sie die Quarianer mit dem Waffensystem der Normandie. Zielerfassungslaser mit der ganzen Flotte synchronisieren. Verstanden. Wenn das nicht... dass wir es nicht schaffen. Du sorgst dich so sehr. Ich liebe dich. Kila Silai. Shepard an Flotte, markiere Schwachpunkt. Link mit der Normandie aufbauen und bereit sein zum Feuern. Mann gegen Mann. Thank you.
Und nochmal. Komm her, du. Deiner Hacker, du. Er lebt immer noch. Komm schon. Komm, ist der da. Ich glaube, ich häng fest, wie hier bist. Oh, du Arsch. Hab ich dich, du. Ah. Nein, nicht noch einen Schritt mehr. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Voll auf die. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, jetzt steht der direkt vor mir. Sie wissen, wer ich bin? Sie leisten Widerstand gegen den Vorboten. Das ist vergeblich. Der Zyklus muss weitergehen. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten, den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie würden sie nicht verstehen. Wir überraschen Sie vielleicht. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Jede organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Wir müssen uns aber nicht gegenseitig vernichten. Die Schlacht um Runoff widerlegt Ihre Aussage. Beenden Sie Ihren Krieg. Wir werden warten. Thank you.
Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Geschafft, Shepard. Die Geth-Flotte hat das Feuer eingestellt. Sie sind jetzt ganz leicht angreifbar. Shepard, Commander, die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen. Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen.